Ich habe mich geklont und zwar mit Flux. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI Kann ich, in der ich in weniger als fünf Minuten komplexe Inhalte rund um künstliche Intelligenz erkläre. Heute geht es darum, und vielleicht hast du es bereits gesehen auf diversen Kanälen, dass man ganz einfach mit eigenen Bildern eine KI so trainieren kann, dass die Bilder so ausschauen wie du. Das habe ich gemacht mit Flux. Das Ganze ist übrigens ganz einfach nachvollziehbar im Internet, denn Flux hat eine offizielle Anleitung dazu veröffentlicht. Eine vereinfachte Version findest du übrigens auf fragroger.social. Aber ich erkläre dir mal ganz kurz in wenigen Minuten, wie das Ganze funktioniert. Flux ist ein Modell von Black Forest Labs und die Firma, gestartet im schönen Schwarzwald in Freiburg und dessen angeblich aber in den USA domiziliert, hat sich einen Namen gemacht, weil sie nicht nur eine der ersten KIs, Bild-KIs, war, die Hände mit fünf Fingern darstellen konnte, sondern weil sie auch bei diversen anderen größeren Modellen, unter anderem Grog von Twitter, integriert wurden. Flux hat nun diese Anleitung veröffentlicht, bei denen du mit wenigen Bildern, es reichen so 12 bis 20 Bilder von dir, ein sogenanntes Feintuning machen kannst. Die Grundlage ist Ihr Modell, das heißt du gibst der entsprechenden Trainingsinstanz deine Bilder, aber die Trainingsinstanz darunter ist von Flux und das Modell kannst du dann privat persönlich für dich nutzen. Das Ganze kommt allerdings nicht ganz kostenlos, aber keine Angst, bevor du Angst hast, dass es jetzt hier die in die Zehntausende kosten wird, das tut es nicht. Du benötigst einen Account und zwar einen Account auf Replicate, auf dem läuft Flux momentan und um das zu nutzen, brauchst du einen GitHub-Account. Das ist allerdings kostenlos verfügbar und ziemlich schnell eingerichtet, dann fragt dich allerdings Lux für deine Kreditkarte und auch hier keine Angst, es kostet dich weniger als 2 Euro, um so ein Modell zu trainieren. Das Bild selbst dann, wenn es dann trainiert wird, kostet dich übrigens rund 4 Euro -Cents oder 4 Rappen, wenn du in der Schweiz unterwegs bist, ungefähr. Wie funktioniert das Ganze? Nun, du lädst diese 10 bis 12 Bilder auf diesem Trainingsmodell hoch. Dazu wählst du hoch, hochauflösende Bilder aus, die dich zeigen, und zwar nur dich, bitte keine anderen Personen aufzeigen, am besten in verschiedenen Posen mit deinem Gesicht, aber relativ gut auflösend. Die lädst du in einen ZIP-Ordner, in ein Archiv zusammen, lädst sie hoch, benennst das ganze Modell mit einem... Triggerwort. Das Triggerwort ist ganz wichtig, weil das brauchst du später. Und in ein paar Minuten, ich habe es über Nacht laufen lassen, das ging auch, hast du dann deine eigene URL, deine eigene Website, bei dem du das machen kannst. Das so Schöne daran ist, mit dieser Website unbedingt merken und dem Triggerwort auch unbedingt merken, kannst du dann deine eigenen Bilder erstellen. Wenn du wissen willst, wie das ausschaut, geh. Wie gesagt, auf fragerotscher.social, dann kommst du auf mein Newsletter und siehst dort auch den letzten Beitrag oder, wenn auch immer du das hörst, einfach ein bisschen runterscrollen, um Flux zu sehen. Du kannst dich dann selbst in verschiedenen Posen darstellen, beispielsweise auf Konferenzen oder am Strand oder egal, wo du dich wohlfühlst. Mein Tipp hier: Verwende das Triggerwort immer am Anfang, das heißt dein XY-Wort ganz am Anfang und schreibe dann auf Englisch. Das geht meistens ein bisschen besser als Deutsch. Wenn du da ein bisschen Schwierigkeiten hast, dann nutze am besten Deeple.com, die machen das wunderbar und ratzfatz. In meinen Tests war es in drei von vier Fällen und manchmal in zwei von vier Fällen ein sehr gutes Bild. Ich erstelle übrigens immer mehrere Bilder auf einmal. Du kannst, wenn du runterscrollst, den Schieberegler auf vier rüberstellen. Und wie gesagt, zwei oder drei von vier sind ganz gut brauchbar. Ich hoffe, das gibt immer so einen kleinen Einblick. Und vielleicht, wer weiß, werden wir bald eine Zukunft haben, bei der wir alle unsere eigenen KIs trainieren. Hoffentlich nicht nur auf Bildern, sondern hoffentlich, hoffentlich auch auf unserem Wissen. Aber dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich freue mich wieder, von dir zu lesen oder wenn wir uns hören in der Zukunft. Bis bald. Mach's gut.